Es ist der 12. Januar im 2018. Ich stehe zwischen Halle 1 und Halle 3 an der CMT und man sieht, Hintergrund, es wird gearbeitet. Und wie immer ist auch der Andreas Marayen mit dabei. Diesmal sehe ich was Neues bei ihm. Er hat jetzt auch einen roten Gürtel nebst den roten Schuhen. Sein Markenzeichen. Genau. Aber es gibt noch andere Markenzeichen. Eins ist hier. Karthago, was gibt es Neues? Erzähl. Ja, was gibt es Neues? Genau, also Karthago fängt das neue Jahr nicht mit einem Dinner for One an, sondern mit einem Liner for Two. Das Auto ist gerade heute Morgen ganz, ganz früh erst in die Halle gerollt worden. Man sieht, die Tore sind noch offen, die Messebauer sind noch dran. Und ich möchte natürlich mit euch, liebe WOMO-Click-Freunde und liebe Karthago-Fans und Karthago-Freunde, als allererstes das Auto mal in Augenschein nehmen. Und wir schauen mal, ob der Liner for Two wirklich nur für zwei ist oder ob der noch ganz andere Qualitäten hat. Kommt mal mit. Es liegt natürlich nicht nur den Liner for Two hier zu bestaunen. Selbstverständlich sind natürlich alle anderen Karthago-Modelle hier verfügbar. Die Kompaktlines, die C-Tourer, C-Line, E-Line, S+, alles ist hier. Neben Halle 5 haben wir noch die Malibus mit einem Riesenstand. Aber ich denke mal, das Highlight ist definitiv heute der Liner for Two. Und den schauen wir uns jetzt, wie gesagt, genauer an. Ja, wie ich sehe, sind wir nicht die Einzigen, die dieses Fahrzeug bereits schon vor die Linse nehmen. Ja, genau. Die stören wir jetzt nicht. Erzähl noch was von außen. Ja, von außen ist der Liner for Two auf den ersten Blick erstmal ein E-Line. Der Kenner, wenn er hinschaut, sieht er dann schon den ein oder anderen Unterschied. Er hat ein Heckfenster bekommen. Ist klar, wenn wir hinten in der schönen Rundsitzgruppe sitzen, wollen wir natürlich auch den Panoramablick nach außen genießen können. Wir haben extrem große Seitenklappen mit einem kompletten Durchladesystem, was natürlich auch zur Karthago DNA gehört. Und kein Karthago ohne Heckgarage. Auch hier habe ich das ein oder andere schon in Foren gelesen. Nein, natürlich hat auch dieses Auto eine Garage, in dem ich mindestens zwei Fahrräder hineinbekomme. Ist das nicht Wahnsinn, wie gemütlich dieses Fahrzeug ist? Man kann hier so richtig gemütlich rumlümmeln und hat richtig Platz. Das Fahrzeug strahlt ein wahnsinniges Raumgefühl aus. Wir haben hier schon heute Morgen Sitzproben genommen. Wir haben mit 6, 7 Leuten hier gesessen in gemütlicher Runde. Das hat wirklich Spaß gemacht. Man hat hier wirklich einen Wahnsinnsplatz. Nicht nur, dass ich mich hier bequem rumlümmeln kann oder mit Freunden treffen kann und bei einem Glas Wein oder einem gemütlichen Essen mich angenehm amüsieren kann, sondern ich habe ein wahres Entertainment-Paket hier hinten drin. Ich habe einen 40 Zoll TFT-Fernseher, der elektrisch aus der Seitenkommode rausfährt. Und nicht nur das, ich habe hier auch noch eine Sitzbank, die elektrisch ausfährt, sodass ich auch hier vorne direkt vor dem 40 Zoll TFT so richtig rumlümmeln kann. Wie du siehst, man kann diese Bank um, ich sag mal, circa 30 cm nochmal rausfahren, sodass also die Füße bequem aufliegen, ich mich schön hier abstützen kann und habe direkt einen Einblick auf das TV-Gerät, welches hier vorne eben halt elektrisch herausfährt und in der Seitenkommode integriert ist, sodass es bei Nichtbenutzung überhaupt gar nicht auffällt. Ich denke, der Pascha sitzt dann da und die Frau ist in der Küche. Die hat ja auch ein schönes Arbeitsgebiet. Die hat auch ein sehr schönes Arbeitsgebiet. Die Küche ist wesentlich größer geworden jetzt im Liner for Two. Hier sind wir in der neu gestalteten Küche. Auch die hat üppig Platz, üppig Ladefläche auch und Ablageflächen, wo die Hausfrau oder auch der Hausmann sich so richtig auslassen kann. Selbstverständlich zieht auch im Liner for Two die neu designte Vertikalwelle ein, die, wie ich finde, einen unglaublich schönen Übergang hier vom Küchenbereich in den Wohnbereich, also in die Sitzgruppe macht. Die Küche verfügt selbstverständlich über eine Zentralverriegelung, die automatisch die Küchenschubladen abschließt, sobald ich den Motor starte. Und wenn ich den Motor wieder ausmache, wird die Küche natürlich verriegelt. Ich habe hier über diesen Knopf natürlich auch die Möglichkeit, manuell nochmal die Küche zu entriegeln, sodass ich also hier jederzeit drankomme. Es gibt hier selbstverständlich natürlich auch unseren altbewährten Kaffeemaschinenlift. Auch der hat hier Einzug gehalten. Unser Apothekerschrank, der das Ordnungssystem hier im Küchenbereich darstellt, ist natürlich auch schön sauber designt
implementiert hier im Möbelbau wiederzufinden. Ich habe hier nochmal Ablagemöglichkeiten, also im Ganzen ein wirklich sehr schönes, aufgeräumtes und offenes Fahrzeug. Übrigens, die Sitzgruppe im Liner for Two lädt also nicht nur zum Lümmeln ein, sondern ich kann auch, wenn die Enkelkinder mal mitfahren sollen, hier mit wenigen Handgriffen eine sehr, sehr große Liegefläche machen, so dass ich den Liner for Two auch mit 3 oder gar 4 Personen genießen kann. So, und jetzt gehen wir mal in die Mitte des Fahrzeugs. Hier ist in diesem Fahrzeug das Bad angeordnet. Hier auf der rechten Seite die Dusche in Dark Granite gehalten, schön mit einem Ambiente-Licht. Auch hier habe ich einen ebenerdigen Einstieg. Auch diese Bodenplatte ist selbstverständlich verwitterungsfest und braucht beim Duschen nicht herausgenommen werden. Ich habe hier im oberen Bereich eine schöne Regendusche und wem das nicht genug ist, der kann selbstverständlich auch noch diese Handbrause benutzen. Ganz clever ist gemacht, dass ich auch, wenn ich die Dusche halt nicht benutze, hier nochmal 2 integrierte Halter habe, wo ich dann Jacken aufhängen kann, zum Trocknen zum Beispiel, wenn ich aus dem Skiurlaub gerade von der Skipiste runterkomme. Hier auf der linken Seite des Fahrzeugs habe ich dann den Toilettenraum mit dem Waschbecken. Auch hier schön ein Spiegel in die Türe mit eingearbeitet, sodass ich also hier ein riesengroßes Raumgefühl erhalte. Die Toilette ist selbstverständlich aus Keramik, was wesentlich pflegeleichter und wesentlich hygienischer ist. Natürlich kann ich diesen Badebereich nicht nur nach hinten zum Wohnbereich abtrennen, sondern auch nach vorne durch die sauber eingearbeitete Trenntür, die den Badbereich nach vorne zum Schlafbereich, Fahrerhaus muss man natürlich sagen, in der Kombination abtrennt. Also, schauen wir mal. Damit entsteht natürlich hier auf 7,83 Meter Fahrzeuglänge, also ein sehr kompaktes Fahrzeug, wie ich finde, ein äußerst luxuriöses 3-Zimmer-Apartment. Und jetzt schlage ich vor, schauen wir uns den Schlafbereich mal ganz genau an. Der Liner for Two 53, in dem wir jetzt gerade stehen, wird in der Erstauslieferung auf dem Fiat Ducato erscheinen. Ab Oktober diesen Jahres gibt es dieses Fahrzeug natürlich auch auf einem Iveco Daily und es wird einen Liner for Two 53L kommen, der 8,53 Meter wahrscheinlich lang wird, das heißt also gute 70 cm länger wie das Fahrzeug hier. Der ist dann wahlweise auf Daily oder auf Fiat Ducato mit Alco Doppelachs-Chassis erhältlich. Wenn ich am Urlaubsort angekommen bin, möchte ich natürlich dann auch in mein Bett ganz bequem einsteigen können und das geht wirklich mit 2 Handgriffen. Einmal Beifahrersitz auf der rechten Seite kippen, Fahrersitz kippen und schon kann ich hier dieses sauber in der Fahrzeugform implementierte Doppelbett im Dachbereich herunterfahren elektrisch. Und das geht wirklich in Windeseile. Hier entsteht ein wirklich riesengroßer Schlafbereich. Das Bett ist 2 Meter lang, also auch für großgewachsene Wohnmobilisten habe ich hier eine saubere Liege und selbstverständlich ist auch hier die Möglichkeit, dass ein TFT-Fernseher angebracht wird, so wie es hier in dem ausgestellten Fahrzeug bereits der Fall ist. Die Ambientebeleuchtung, die in dem Auto verbaut ist, betont nochmal den edlen und hervorragenden Charakter dieses Fahrzeugs hier. Übrigens, wenn ich dieses üppige Bett heruntergefahren habe, kann ich natürlich auch das Fahrerhaus da vorne hin mit einer Türe abtrennen, sodass also nicht nur die Kältebrücke ausgeschaltet ist, sondern auch störende Blicke in dem Augenblick nicht mehr hier ins Fahrzeug hineinschauen können. Der Einstieg in das Doppelbett wird erleichtert durch einen Treppenauszug, der hier sauber in der Seite eingearbeitet ist, der es so ermöglicht, ohne Probleme in das Bett einzusteigen. Selbstverständlich ist natürlich auch in diesen Treppen wieder Staufächer implementiert, so wie das bei Carthago in der E-Klasse schon serienmäßig war, hat man das natürlich hier im Liner for Two mit übernommen. Sauber gemacht, pfiffig, absolut. Selbstverständlich ist nicht nur die Treppe sauber eingearbeitet, kann wieder komplett weggeschoben werden, sondern hier auf der rechten Seite sind Schubladenauszüge, die dazu einladen, auch die nötige Wäsche, die man eben auch auf langen Reisen mitnehmen möchte, ordentlich unterzubringen. Der Liner for Two hat
einen deckenhohen Kleiderschrank hier auf der rechten Seite eingebaut, der eben hier auch nochmal beleuchtet ist, sodass ich meine Kleidung auch im Dunkeln ordentlich identifizieren kann und sagen kann, okay, heute ziehen wir was Blaues oder was Schwarzes oder eben was Rotes an. Also mein Fazit, für Langreisende ist dieses Fahrzeug geradezu ideal. Es ist einfach urgemütlich, es ist wirklich ein fahrendes Wohnzimmer. Mit 7,83 Meter Länge komme ich selbst in Norwegen in den kleinsten Fjorden rein und habe hier einen Komfort, der in der Fahrzeugklasse, ich glaube, konkurrenzlos ist. Aber ich würde mir das Auto noch ganz gerne mit euch von außen anschauen. Auch hier gibt es Neuerungen. Der gesamte Doppelboden dieses Fahrzeugs ist neu konzipiert. Er ist quasi frei schwimmend und ist also nicht durch mehrere Trägersysteme im Zwischenbereich unterbaut, sodass wir also hier an der Stelle halt dann nochmal Dinge haben, die uns das Ein- und Ausladen versperren. Hier sind lediglich nur Trennwände drin, aber darauf trägt der Boden nicht. Der Boden ist frei hängend an der Seitenkarosserie aufgehangen und ist in der Mitte frei schwimmend. Ach übrigens, Markus, auch du hast bei den Filmaufnahmen jetzt nicht gesehen, dass hier noch was ganz Intelligentes und sauber eingearbeitet und versteckt ist. Und das wird jedem Wohnmobilisten gefallen. Ich habe hier in der Vertikalwelle im unteren Bereich, es fällt überhaupt gar nicht auf, einen kleinen Schnapper, den kann ich aufziehen. Und wenn ich den aufziehe, habe ich hier einen großen Auszug, in dem natürlich auch das Mülleimer-Trennsystem mit eingearbeitet ist und nochmal ein Regalsystem. Also wenn ich eben gesagt habe, dass wir hier eine neu designte Küche haben mit sehr viel Ablagemöglichkeiten, haben wir hier auch extrem viel an Staufläche gewonnen. Hier im Doppelboden im Küchenbereich ist eine riesengroße Bilgenklappe. Die machen wir jetzt mal auf und da schauen wir mal rein. Da kann man wirklich den ganzen Proviant für den ganzen Urlaub mitnehmen, wenn man das denn überhaupt möchte. Ich kaufe lieber auf den Märkten in den Urlaubsorten an, aber wir machen die Klappe trotzdem auf. Diese ganz große Bilgenklappe befindet sich wie gewohnt im Eingangsbereich, ist aber noch mal wesentlich größer. Also die ist wirklich so groß, dass ich glaube, mit meinen 1,82 Meter, wenn ich denn ein kleines bisschen gelenkiger wäre, hier nochmal im Doppelboden verschwinden könnte. Ganz sauber auch die zentrale Ablassstelle sitzt hier direkt im Eingangsbereich. Heißt, ich muss also nicht mehr um das Fahrzeug herumlaufen, wenn ich das Abwasser oder den Frischwassertank dementsprechend leeren möchte. Auch die Ventile für das Fahrzeug winterfest zu machen, sitzen hier sauber verarbeitet mit einer Schutzkappe drüber. So, jetzt schauen wir uns mal den Doppelboden von außen an und das Durchladesystem. Hier sind extrem große Seitenklappen eingearbeitet, die auch sauber von außen abschließen. Ich habe keine außenliegenden Scharniere, auch eine Doppeldichtungsfunktion, sodass kein Wasser da reinlaufen kann und uns dementsprechend dann hier die Scharniere zufrieren lässt. Hier ein riesen Durchladesystem. Auch hier sieht man eben, es ist nichts da, was den Stauraum irgendwie versperrt. Eben aufgrund dessen, dass die Techniker hier einen neu konstruierten Doppelboden mit der Aufhängung konstruiert haben. Der Boden, diese Bodenplatte ist wirklich freischwimmend über die gesamte Fahrzeuglänge verbaut und liegt lediglich nur an den Eckstücken halt dementsprechend. Das gleiche auch hinten in der Heckgarage. Selbstverständlich gibt es auch da die Möglichkeit, Fahrräder unterzubringen. Auch hier haben wir uns was ganz Besonderes einfallen lassen und das zeigen wir uns jetzt. Wie schon gesagt, ein Karthago lebt natürlich auch von seiner Heckgarage und wir konnten natürlich auch trotz Rundsitzgruppe im Heck nicht darauf verzichten, hier eine Heckgarage einzubauen. Bei dem 53er, der kleinste in der Liner for Two Familie, ist die Lösung halt so gewählt worden, dass man zwei Fahrräder hineinbekommt. Aber auch hier wurde eben mit einem kleinen Trick gearbeitet, nämlich ähnlich wie die Pedelec-Garage, die ich schon mal vorgestellt habe, kann man hier den Sitzgruppenbereich hochklappen mit ganz wenigen Handgriffen. Das geht nur gerade leider nicht, weil drinnen ist jetzt schon das nächste Presseteam und filmt. Deswegen kann ich es jetzt gerade nicht zeigen, aber glaubt es mir, es funktioniert einwandfrei. Ich kann es hochklappen, kann die Fahrräder einbringen,
Die Vorderräder verschwinden hier in der Mulde drin und damit habe ich dann eben auch wiederum genug Freiheit, um auch Fahrräder mit einer Höhe von 1,15, 1,20 in etwa auch unterzubringen. Und dann klappe ich das einfach wieder runter, Fahrräder sind an Bord, Gemütlichkeit ist auch da und schon geht's los. Beim 53L, der ab Oktober kommt, ist eine vollwertige Garage da, ohne diesen Mechanismus, so wie man sie von allen Carthago-Modellen kennt. Von außen für den Kenner auch direkt zu erkennen, ein E-Line mit Heckfenster. Hier ist nur für den Liner for Tour erhältlich, eben damit ich da hinten auch schön drin sitzen kann. Sauber implementiert, sodass ich auch nach hinten raus einen schönen, sauberen Ausblick auf mein Alpenpanorama. Hier auf der linken Seite sieht man jetzt, die Fahrräder sind sauber verstaut. Ich habe hier noch genügend Staufläche, um hier halt eben auch nochmal Kisten, Gartenmöbel, was auch immer unterzubringen. Aber alleine schon bei dem Stauraum, den wir hier im Durchladeboden bieten, glaube ich, könnte man bis auf die Möglichkeit, dass ich eben Fahrräder mitnehmen möchte, schon fast auf eine Heckgarage verzichten. Weil, wie schon gesagt, dieses Durchladesystem ist wirklich einzigartig in dieser Klasse. Ja, ich glaube, jetzt machen wir mal so langsam Schluss mit dem Beitrag. Den Rest, liebe WUMU-Klick-Freunde, liebe Carthago-Fans, den dürft ihr euch hier gerne anschauen, hier auf der CNT in Halle 5. Die Tore öffnen morgen früh. Ich denke mal, das wird auch unheimlich gut besucht werden. Und ich freue mich, Sie hier am Carthago-Stand begrüßen zu dürfen. Ich denke mal, ich werde morgen auch und den Rest der Zeit hier auf der Messe auch immer in Nähe dieses Schätzchens stehen. Also, wir sehen uns. Tschüss.